Linke. Das Wort hat Frau Abgeordnete Platter. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der Kleingartenentwicklungsplan aus dem Jahr 2004 wurde letztmalig 2010 fortgeschrieben. Für 146 Anlagen wurden nach intensiver Diskussion eine neue Fristenregelung zur zeitlichen Sicherung bis 2020 eingeführt und für immer noch 19 Anlagen droht das aus bereits 2014. Schon die damalige Debatte hier im Parlament zeigte, dass wir uns nicht allzu viel Zeit lassen können, um einen generellen neuen Umgang mit den Kleingartenflächen in der Stadt zu erarbeiten. Die jüngsten Diskussionen zur Sicherung von nunmehr über 100-jährigen Kleingartenanlagen, Ihnen fallen sicherlich auch gleich die passenden Namen ein, wie Önhausen oder Tempelhofer Berg, und der Ruf nach zusätzlichen Wohnflächen klagen Positionen und Entscheidungen jetzt verbindlich ein. Wir als Linksfraktion positionieren uns mit diesem Antrag zur dauerhaften Sicherung der Kleingartenanlagen in der Stadt. Und wir wollen gleichzeitig die sozial-ökologische Ausrichtung eines unter breiter öffentlicher Beteiligung zu erarbeitenden Kleingartenentwicklungsplanes voranbringen, der den Namen Entwicklungsplan auch verdient. Meine Damen und Herren, über die Funktion und den Nutzen von Kleingartenanlagen wurden schon viele hochwissenschaftliche und populärwissenschaftliche Abhandlungen verfasst. Den Kleingärten ist ein eigenes Bundesgesetz gewidmet und Länder wie Hessen haben die Kleingärten schon als solche in ihre Verfassung aufgenommen oder wie Nordrhein-Westfalen die Förderung des Kleingartenwesens in der Landesverfassung verankert. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gibt in regelmäßigen Abständen Informationshefte zum Bestand und den Vorzügen von Kleingartenanlagen in Berlin heraus. Jedes Mal auch mit einem wohlformulierten Vorwort des aktuellen Senatsmitgliedes. Dieses Mal trägt das Heftchen den passenden Titel »Das bunte Grün«. Der Schlusssatz des Vorwortes hätte auf der Einwohnerversammlung zur geplanten Bebauung der Kleingartenanlage Önhausen seine Wirkung ganz sicher nicht verfehlt. Sie können ihn jetzt noch mal auf sich wirken lassen. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin. Auch in Zukunft setze ich mich, gemeint ist Herr Senator Müller, für die Erhaltung der Kleingartenanlagen in Berlin ein und wünsche allen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern und denen, die es werden möchten, viel Freude in dem Garten in der Stadt. Das finden wir sehr gut. Auch die Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt widmet den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern einen eigenen Punkt. Das halten wir für angemessen und richtig, denn nirgends sonst in der Stadt gibt es so viel Multinatur. Die Ansprüche an diese Grünflächen sind hoch, aus Sicht der Nutzer und aus Sicht der Verpächter. Sie sollen Bedürfnisse aus der ganzen Bandbreite des Lebens befriedigen. Sie bieten Erholung, Ernährung, Sport, Wissenschaft und vieles mehr bei gleichzeitiger Schulung von Umgangsformen zwischen Menschen aller Schichten, generationsübergreifend. Und sie stellen für die Eigentümer, das Land Berlin eingeschlossen, ein Vermögen dar, das je nach gesellschaftlicher Situation gehandelt oder behandelt wird. Gerade in Zeiten der öffentlich wieder einmal anstehenden Stadterweiterung für noch mehr Einwohner fordern wir klare Regeln für den Umgang mit den vorhandenen Flächen und eine Strategie für die Befriedigung der wachsenden Nachfrage zur Bewirtschaftung von Kleingartenparzellen in der Stadt. Meine Damen und Herren, wie wir wissen, soll noch in diesem Jahr eine kleine Arbeitsgruppe gebildet werden. Wir fordern einen zielgerichteten Arbeitsauftrag und kein Arbeiten in kleinen Kämmerchen. Ein Kleingartenentwicklungsplan muss Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die den Bedürfnissen und Erfordernissen eines städtischen Lebens angemessen sind. Der bestehende Kleingartenentwicklungsplan stellt sich für viele Betroffene eher als Kleingartenabwechslungsplan dar. Etwas, was bei dem Verlust von rund 900 Parzellen in den letzten Jahren bei einer Nachfrage von ca. 10.000 allein auf den Bewerberlisten für Kleingärten beim Landesverband der Kleingartenfreunde e.V. nicht verwundert. Damit muss jetzt Schluss sein.
Die Möglichkeiten der Neuausrichtung sind gerade jetzt besonders günstig. Viele Menschen beschäftigen sich mit Zukunftsfragen und nachhaltiger Entwicklung. Foren gesellschaftlicher Kräfte mit und ohne Moderation vom Deutschen Städtetag bis hin zu Bürgerinitiativen arbeiten aktiv an Leitlinien, Strategien, Maßnahmen und der lebens- und liebenswerten Stadt. Mein letzter Satz. Folgerichtig ist unser Antrag zur Sicherung der Kleingärten in der Stadt darauf ausgerichtet und entspricht der Nachfrage nach mehr Beteiligung im Prozess und zur echten Kleingartenentwicklungsplanung. Vielen Dank und viel Spaß beim Arbeiten im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Platter.